Heute haben wir mal wieder ein 5-Minuten-Video für euch. Wir werden euch ein bisschen was erklären über die neue Reitmechanik, sag ich's mal. Ja, also wir sind wieder im Snapshot für die 1.9. Das heißt, ab 1.9 wird da sich mit dem Riding etwas ändern. Und gleichzeitig möchten wir ein wenig auf einen Wunsch eingehen, den der Spockel HD hatte vor einiger Zeit. Der möchte nämlich gerne Mobs gegeneinander kämpfen lassen. Bevor wir aber zu den Mobs kommen, möchte ich auf die neue Riding-Mechanik eingehen. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Es gibt kein Riding mehr in dem Sinne. Es gibt jetzt einen neuen Tag, den sogenannten Passenger Tag. Das heißt, dass ich alle Befehle, die Riding beinhalten, funktionieren nicht mehr. Das ist der Punkt Nummer 1. Und der Punkt Nummer 2 ist, dass die Mechanik auch anders funktioniert. Das heißt, es ist, ja, ich finde, es ist ein bisschen verständlicher. Früher war es ja so, du hattest einen Mob, ja, und machst dazu ein Riding, ja, und das heißt, der Mob, den du meinetwegen gesammelt hast, der stand, der war ganz unten und der Riding-Mob war oben drauf. Ja, es ist blöd zu erklären, weil es auch total blöd von der Logik her ist. Ja, viel verständlicher wäre es natürlich zu sagen, ich mache einen Mob und dann sage ich in dem NPC-Tag, welcher Mob da oben drauf sitzt. Und so rum ist es jetzt auch. Das heißt, ich kann einen Mob sammeln und dann entscheiden in dem Passenger-Tag, welcher Mob auf dem drauf sitzt. Das heißt, hier jetzt zum Beispiel mal Summon Sheep und dann ein NPC-Tag Passenger ID und dann Creeper. Anhand der Notation wird man merken, man kann auch mehrere Passenger gleichzeitig machen. Das geht also auch. Ich löse jetzt einfach mal aus. Ja. Wir haben jetzt, man sieht es, also ein Sheep mit einem Creeper oben drauf. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Dann muss ich natürlich das Ganze einfach bloß umkehren. Ja, jetzt gibt es allerdings noch ein paar Besonderheiten, muss man vielleicht sagen. Es ist nämlich so, dass es Probleme gibt beim Teleportieren zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier einen Befehl ausführe, Moment, das ist nicht der TP-Befehl. Hier ist der TP-Befehl. Teleport alle Creeper um 5 nach irgendwo. Ja, dann wird man sehen, es teleportiert nur der Creeper, der unten ist. Ja, das heißt, ich muss immer den unteren Mob teleportieren. Wenn ich also dieses Paket an Mobs teleportieren will, muss ich das Sheep ansprechen und nicht den Creeper. Das ist erst einmal ein bisschen, ja, okay, ist halt so. Kurioser wird das Ganze aber in anderen Situationen. Wenn ich jetzt nämlich hingehe und sage, okay, ich habe jetzt halt hier ein Mob-Gedöns, ja, und was passiert, wenn ich jetzt einen Ocelot hier spawne? Es rennt weg. Er rennt vor dir weg. Ja, ich setze mal kurz eine Katze. Das Viech ist jetzt ein bisschen dumm, leider. Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen dumm, das Viech. Jetzt hat er das gemerkt. Also, man stellt fest, ja, aus irgendeinem Grund flieht dieses Schaf furchtbar gerne vor Katzen, ja. Ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, warum flieht dieses Schaf vor Katzen. Naja, der Grund ist, nicht das Schaf hat es Sagen, sondern der Mob obendrauf. Ja, das heißt, diese Passenger-Pakete werden immer vom Passenger gesteuert und nicht vom Mob selber. Warum? Gute Frage, kann vermutlich kein Mensch auf der Welt beantworten. Es ist aber so. Ich denke mal, das ist halt so vom Pferd abgeleitet zum Beispiel. Wenn man halt ein Pferd reitet, steuert man es selbst. Das ist naheliegend und auch im Endeffekt muss man sagen, auch beim Skelettreiter ist es ja eigentlich so, dass das Skelett das Sagen hat irgendwo und nicht die Spinne. Von dem her, ja, macht es in dem Sinne wahrscheinlich sogar Sinn, aber es wird kurioser, sagen wir es mal so. Wie gesagt, die Notation mit diesen eckigen Klammern und den runden oder den geschweiften Klammern sagt im Prinzip, aha, das muss also so sein bei diesem NPT-Tag, dass ich hier eine Komma machen kann und dann, also ein Komma, und dann kann ich noch weitere
IDs hier hinten dran schreiben, ja, und das funktioniert tatsächlich auch, ja, wenn man jetzt halt hier hingeht und sagt, man macht Passenger und dann ID Pig, ID Wolf, ID Creeper, ja, dann wenn kommt alles drei raus, ja, und alles drei ineinander, ja, das heißt, die sind quasi, die reiten alle dasselbe untere Schwein. Die sind auf der gleichen Ebene. Genau, die sind auf der gleichen Ebene. Jetzt mag man sich fragen, okay, es hieß ja, dass der Passenger hier das Sagen hat. Heißt es jetzt, dass hier in diesem Fall unser Pick das Sagen hat? Nein, natürlich nicht. Es ist das Hinterste, das das Sagen hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder eine Katze ins Spiel bringe und der Creeper mal in die Potten kommt, dann irgendwie... Also man hat manchmal das Gefühl, dass die anderen noch ein bisschen mitsteuern können und das Ganze dann wieder aufhalten. Ja, irgendwie, aber man versteht es nicht. Irgendwie hat das Viech irgendeinen Schaden, wenn du mich frägst. Naja, also auf jeden Fall in meinen Tests war es tatsächlich immer so, dass jetzt funktioniert es gerade auch wieder. Vielleicht ist es auch nur Zufall, wer das Sagen hat. Wäre natürlich lustig, aber ich glaube, der hängt hier einfach nur an dem Zaun fest. Ja, also auf jeden Fall ist es jetzt in diesem Fall so, man sieht es, der Creeper hat das Sagen und ich glaube, dass dieser Creeper hier einfach nur ein bisschen geistesgestört ist. Ja, jetzt hat er aufgehört. Gut, was passiert aber, wenn jetzt der Creeper stirbt? Ja, was wird wohl passieren? Naja, das nächste Tier in der Reihe hat das Sagen. Das ist dann in diesem Fall der Wolf. Das kann ich auch mal kurz beweisen. Wenn ich jetzt hier ein Sheep hinsetze, müsste der Wolf das Sheep angreifen. Also man sieht, der Wolf hat jetzt das Sagen. Bei dem Kollegen, wenn ich jetzt halt hier nochmal eins sammeln möchte, ohne... also wo der Creeper das Sagen hat und ich setze hier einen Sheep hin, merkt man, der Wolf reagiert nicht wirklich oder das ganze Paket reagiert nicht wirklich auf das Schaf. Also es ist wirklich tatsächlich nur so, wenn der Creeper stirbt, dann reagiert der Wolf, weil der Wolf das Sagen hat auf einmal. Das heißt immer, der Letzte hier in der Reihe hat das Sagen. Mit welcher Logik ist jetzt auch wieder die Frage, aber es geht aber natürlich immer noch so zu sagen, ich mache einen Stapel, ja. Das heißt, ich kann dieser innerhalb der geschweiften Klammer problemlos noch weitere NBT-Daten hinzufügen. Oh, Moment, jetzt habe ich Bullshit gebaut. Drück einfach Cancel. Oder hast du was? Also ich kann problemlos weitere NBT-Daten hinzufügen. Zum Beispiel kann ich dann eben sagen, ein weiteres Passenger und dann habe ich meinen üblichen Stapel, also das kann ich dann auch noch weiterführen und so viele aufeinander stapeln, wie ich lustig bin. Wir können jetzt einfach mal noch ein weiteres Creeperchen hinzufügen. Das heißt, wir nehmen jetzt halt wieder das Passenger mit ID Creeper, fügen das beim Creeper hinzu. Und jetzt hat... einmal Double Creeper. Also das funktioniert einwandfrei. Wenn ich natürlich den Creeper in der Mitte wegschlage, ist der obere frei. Das ist auch so, wie es eigentlich früher immer schon war. Also von daher ist es alles ganz ähnlich. Wie gesagt, die Konsequenz aus dem Ganzen ist natürlich jetzt erst einmal, dass jegliche Befehle, die Riding beinhaltet hatten, nicht mehr funktionieren und auch nur sehr schwierig umzuformen sind ins Passenger, weil die natürlich dann alle rückwärts aufgebaut werden müssten. Was auch heißt, dass alle One-Command-Filter und alle One-Commands mit Riding nicht funktionieren. Ja, aber man muss sagen, Passenger ist die logischere Aufbauform. Ich finde es auch verständlich und leichter. Ja. Das Einzige, was ich rausgefunden habe, was mich leider ein wenig stört, ich töte mal wieder alle Mobs. Man könnte jetzt natürlich meinen, okay, dadurch, dass jetzt hat, dass ich quasi auf ein Entity einen NBT-Tag verfasse, das angibt, welches Entity auf dem Entity reitet, ja, kann ich natürlich einfach mit Entity-Data das beeinflussen. Ja. Wenn ich jetzt hier also Entity-Data auf alle Creeper mache, ja, und da ein Passenger-NBT-Tag hinzufüge mit ID-Villager und hier drücke ich drauf, passiert nichts. Ja, schwierig, ja, Villager, passiert nichts. Ich kann ja einfach mal sagen, ich mache jetzt mal Test vor Villager, um zu sagen, okay, vielleicht ist er einfach nur unsichtbar und wird nicht gerendert, aber es ist tatsächlich so, ja, ich löse das aus, passiert nichts und auch der Conditional Block sagt nichts, weil es halt einfach ist, so ist, dass da kein Villager da ist. Also das ist... Es ging vorher nicht und geht jetzt auch nicht. Genau, also ich kann nicht mit Entity Data
irgendwas dazu hinfügen. Finde ich sehr, sehr schade. Das wäre in vielen Stellen eine ziemlich praktische Geschichte für uns. Aber es ist halt so, es funktioniert nicht und damit müssen wir leider leben. Ja, also funktioniert leider nicht der Trick. Gut, aber was hat das Ganze jetzt damit zu tun, dass der Spoggle HD wollte, dass zwei Mobs gegeneinander kämpfen oder es zumindest so aussieht, als würden sie gegeneinander kämpfen, indem sie aufeinander zurennen. Ja, es ist ja so, dass manche Mobs reagieren aufeinander. Das heißt, nicht nur auf die Spieler, sondern auch auf die auf andere Mobs reagieren die. Zum Beispiel Zombies attackieren Villager. Villager habe ich jetzt gerade gar keinen da. Ja, das heißt, wenn ich hier einen Zombie hinsetze und einen Villager, dann greift der Zombie den Villager sofort an. Dann zum Beispiel der Wolf greift Schafe an. Außerdem greift der Wolf Skelette an. Der Creeper rennt vor einem Ocelot weg. Das ist auch so eine Interaktion, sag ich mal. Aber das Ocelot zum Beispiel greift Chicken an. Ja, also das Ocelot kämpft gegen Chicken sozusagen. Das ist zum Beispiel auch so eine Interaktion, die funktioniert. Dann, was habe ich noch vergessen? Irgendwas habe ich vergessen. Egal, also das sind jetzt erstmal die. Und mit diesem Passenger-Befehl kann ich das Ganze ausnutzen, um genau das zu erzeugen, was der Spoggle wollte. Also ich habe jetzt hier einen Summon-Befehl eines Schweines. Und auf dem Schwein reiten als Passagiere ein Skelett und ein Zombie. Wenn ich das jetzt halt sammeln, reiten die da halt so auf sich zu. Ja. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle aber ein Schwein sammle mit einem Villager und einem Wolf und das in der richtigen Reihenfolge, damit der Richtige die Kontrolle hat, dann wird man merken, dass die aufeinander zugehen und gegeneinander kämpfen. Ja. Im Endeffekt, der Wolf greift das Skelett an und der Zombie greift den Villager an, ja, kann ich sozusagen die beiden gegeneinander kämpfen lassen. Man muss natürlich dabei beachten, ich brauche 4 Mobs für diese Aufgabe. Ja. Ich brauche einen Mob, also ich brauche jeweils 2 Mobs, die angreifen und jeweils 2 Mobs, die angegriffen werden. Ja. Ich kann natürlich nicht sagen, ich mache Schwein mit Wolf und Skelett und noch ein Schwein mit Wolf und Skelett und dann greifen die sich an gegenseitig, sondern dann greift der Wolf das Skelett an, mit dem er zusammen auf dem Schwein reitet. Ja, das heißt, wenn ich hier statt Villager ein Skelett mache, greift der Wolf das Skelett an. Ja, das funktioniert natürlich nicht, dass ich die dann gegeneinander kämpfen lasse. Aber so funktioniert das Ganze, ja. Die beiden rennen aufeinander zu und greifen sich gegenseitig an. Ich kann das Ganze nochmal machen. Es ist immer so ein bisschen zufällig, welcher der beiden Mobs reagiert zuerst. Jetzt haben zum Beispiel beide reagiert und sind aufeinander zugerannt. Ja, und dann töten die sich wirklich gegenseitig. Wie gesagt, also darauf läuft es immer hinaus. Man kann natürlich jetzt hier beliebige Kombinationen benutzen. Ich habe jetzt einmal Wolf und Skelett und einmal eben Zombie und Villager. Man kann natürlich auch andere Kombinationen testen. Das Ocelot macht dabei allerdings Probleme, Ocelot und Hühnchen, weil das Ocelot ja auch zusätzlich vor Spielern wegrennt. Das heißt, das Ocelot ist da ein bisschen Wackelkandidat. Komischerweise auch vor Creative-Spielern, das macht eigentlich ja keinen Sinn. Das, aber spätestens im Survival wäre es ein Problem. Ja. Wie gesagt, die Kombination, man könnte natürlich anstatt Skelett jetzt auch das Schaf nehmen, das Schaf würde nicht in der Sonne brennen, wäre also von daher gesehen praktischer. Aber ich denke, das ist so schon in Ordnung. Natürlich ist das Ganze jetzt nicht so schön ansehnlich. Was man jetzt noch machen könnte, wäre zu sagen, ja, man lässt die Schweine direkt gegeneinander kämpfen einfach. Ja, das geht natürlich auch. Nee, Spaß. Also, ich habe jetzt hier natürlich einfach zusätzlich zu den Passenger-IDs habe ich hier Effekte Unsichtbarkeit gegeben, Unsichtbarkeitseffekte für sowohl Wolf als auch hier zum Beispiel Villager. Ja? Und dann sieht das Ganze ein bisschen schöner aus. Man kann das Ganze natürlich jetzt noch weiter treiben mit diversen anderen Funktionen, dass dann zum Beispiel auch die Schweine Schaden bekommen. Man muss dabei allerdings natürlich immer beachten, wenn das Schwein unten stirbt, bleiben die Skelette und anderen Passagiere am Leben. Genau.
Gut, so viel dazu. Damit kann man diese Mechanik, die sich der Spoggle gewünscht hat, realisieren. In der neuen, also in dieser Version geht es über Passenger-Befehle. In der alten Version müsste man halt mit Riding arbeiten. Da geht es eigentlich im Grunde genommen genauso. Zum Beispiel benutzt haben wir diese Technik tatsächlich bei Pac-Man. Genau. Also, lieber Spoggle, hier hast du deine Funktion. Du kannst, wie gesagt, da natürlich jegliche andere Tiere auch nehmen. Also wenn jetzt hier statt ein Schwein einen Creeper nimmst, ja, das funktioniert auch. Du musst natürlich immer dabei beachten, dass die Kombination so gewählt sein muss, dass die oberen Tiere und die unteren Tiere sich nicht gegenseitig stören. Ja, also ich kann natürlich jetzt halt nicht hier beim Wolf ein Schaf nehmen als Tier unten. Ja, wenn da der Wolf oben ist und das Schaf ist unten, ist natürlich auch nicht gut, dann greift man der Wolf sagen, das Schaf an. Der Jäger muss immer ganz oben sein und der Gejagte kann irgendwo sein. Ah ja, genau, das ist natürlich auch klar. Das muss natürlich der Letzte, der Letzte muss natürlich der Jäger sein. Ja, wenn jetzt hier der Villager wäre und vorne der Wolf, würde das natürlich nicht mehr funktionieren. Also das ist ein guter Punkt, ja. Also wie wir es vorhin erklärt haben, so muss es ausschauen. Gut, damit wären, denke ich, die 5 Minuten um. Wir haben momentan so ein bisschen Flaute mit Projekten und wenig Zeit. Deswegen haben wir jetzt halt ein paar kurze Videos und ja, wir haben einige größere Projekte in Arbeit, die aber noch lange auf sich warten lassen dürften. Und aber wir versuchen natürlich so schnell wie möglich wieder etwas Größeres, Aufwendigeres zu machen, dass wir auch mal mehr als 5 Minuten Videos haben. Und genau, dann, falls ihr noch irgendwelche Sonderwünsche habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auch über kleinere Projekte, die nicht allzu aufwendig sind, also nichts mit irgendwie einer künstlichen Intelligenz zum Beispiel. Mhm. Das ist immer so ein bisschen, und ja, ansonsten sehen wir uns dann am Sonntag wieder oder nächste Woche Mittwoch. Ciao. Servus.